Habt ihr auch schon mal so eine Aufforderung bekommen? Habt ihr vielleicht sogar selber schon mal Nacktbilder versendet? Hi, ich bin Florian Prokop und ich sage, Nacktbilder versenden und sich über Privatsphäre Gedanken machen, das geht. Eine Sache mal vorweg. 100%ige Sicherheit, die gibt's weder online noch offline. Ich kann euch hier keinen Safety-Button zeigen oder diese eine Box zum Anklicken und dann ist alles super. Wenn ihr Nacktbilder versendet, dann solltet ihr euch immer auch auf den schlimmsten Fall einstellen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, um das Risiko zu verkleinern. Das Wichtigste ist, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wem ihr welche Bilder sendet und wie ihr das tut. Also dann, 5 Tipps für safer Nudes, los geht's! Wenn du sicher bist, dass dein Gegenüber auch wirklich Nacktbilder von dir sehen will, Jungs, Dickpics ohne Aufforderung, lass es einfach. Dann mach ein Fotoshooting. Mach so viele Fotos, wie du willst. Nacktbilder müssen nicht zwangsläufig Pornopics sein. Du kannst so viel oder so wenig zeigen, wie du möchtest. Dein Pick, deine Regeln. Vermeide auf jeden Fall, auf den Fotos dein Gesicht zu zeigen oder eindeutige Merkmale, also zum Beispiel Narben oder Leberflecken, die nur du hast. Immer wenn du ein Foto machst, werden auch Informationen über deinen Standort, dein Handy und Datum sowie Uhrzeit gespeichert. Mit diesen sogenannten Metadaten kannst du identifiziert werden. Es gibt aber Apps, mit denen du diese Daten aus dem Foto löschen kannst. Also, welcher Messenger ist gut für dich? SMS können keine Verschlüsselung. Bei WhatsApp, iMessage oder dem Facebook Messenger wirst du über deine Telefonnummer oder deinen Namen identifiziert und so können deine Bilder sehr leicht mit dir in Verbindung gebracht werden. Bei Telegram musst du selbst erst ein sicheres Chatfenster öffnen. Auch beim Facebook Messenger ist das so. Die sind alle also eher so lala. Es gibt 2 Apps, die mehr Sicherheit bieten. Mit Signal können keine Screenshots gemacht werden. Bei Threema musst du keine Telefonnummer angeben, um die App nutzen zu können. Diese Apps speichern auch keine Metadaten. Sie wissen also nicht, dass du zum Beispiel nachts Menschen eines bestimmten Geschlechts gerne mal Fotos schickst. WhatsApp, Facebook und Co. wissen das schon. Meine klare Empfehlung für Nacktbilder also Threema oder Signal. Du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du löscht jedes Bild sofort von deinem Gerät und denkst auch dran, dass manchmal Bilder an mehreren Orten auf demselben Gerät oder halt in deiner Cloud gespeichert werden. Oder du willst die Fotos auf deinem Computer oder deinem Smartphone behalten. Dann stell sicher, dass der Ordner, in dem du die Fotos speicherst, verschlüsselt ist und nur du das Passwort kennst. Nein! Fuck! 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 Wenn du das nicht selber wolltest, dann ist es echt heftig. Jetzt ruhig bleiben. Vertrau dich jemandem an, du musst es wirklich nicht alleine durchstehen. Du kannst zum Beispiel auf youport.de ohne Angabe von Daten von anderen Jugendlichen Hilfe holen, die als Scouts ausgebildet wurden. Es ist illegal, wenn jemand deine Bilder in Umlauf bringt oder dich damit erpresst. Die Polizei ermittelt aber nicht von allein. Es ist wichtig, dass du Strafanzeige stellst. Das geht in vielen Bundesländern online. Du solltest auch die Betreiber der Webseiten, auf denen deine Bilder vielleicht aufgetaucht sind, auffordern, deine Bilder sofort zu löschen. Wahrscheinlich wirst du einen Anwalt brauchen. Die kurze Antwort ist ja, die Regierung kann deine Nudes sehen, aber du kannst es ihr schwerer machen, an die Bilder ranzukommen. Und das geht so. Nutz sichere Passwörter. Hallo 12345 ist kein sicheres Passwort. Wenn du in einem freien Wi-Fi-Netzwerk bist, dann verschick lieber nichts. Oder du nutzt VPN, um deinen Standort und deine Identität zu verstecken. Was du über Snapchat und Instagram versendest, landet auf den Servern von Snapchat und Instagram. Die haben deine Daten, Regierungen können daran, ist so. Okay, es klingt vielleicht widersprüchlich, sich Gedanken über Privatsphäre machen und gleichzeitig Nacktbilder versenden. Das muss es aber gar nicht sein. Wir haben nämlich ein Recht auf Privatsphäre. Wir haben also Entscheidungsmacht darüber, wer unter welchen Umständen Zugang zu unseren persönlichen Daten hat. Das geht zum Beispiel, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie wir mit wem kommunizieren. Send safer nudes. So, ich muss dann auch.